Guck mal, ich hoffe, das sieht man noch, wie schön es jetzt aussieht. Auch das Braun jetzt in der Dämmerung. Weißt du, so, oh. So richtig einladend. Oh, schwimmen die. Und zwar die Saponine, aber ein okay. Saponine sind Natur. Cheers, ist geil. Und Huminsäure auch. Weißt du, also, Alter. Schade, man, das. Klar, ist wie beim Bier, wenn du, weißt du, so sagst, ah, es schmeckt so und so, muss eigentlich jeder selber trinken. Man kann es ja eigentlich auch nicht erklären, oder ich nicht. Aber ich mag es lieber halt so wegen herb aus Wasser. Wie, und beim Bier auch. Lieber Pilz wie. Wie Export. Ja, top. Also, bis gleich oben am See. Hm. Mano Kotze. ASMR-Aufnahme. Scheiße. Wolfsgebiet. Siehst du? So. Ja. Ja, ja. Na, hier hat man leider noch keinen gesehen. Also, weil ich feiere ja Wölfe. Jetzt kann ich mal ausmachen. Ja. Man muss sagen, wie es ist. Es lädt ein, gell? Es lädt ein. Aber auch da unten lädt es ein. Aber hier, jetzt nur. Hier ist es jetzt auf jeden Fall auch milder. Zumindest wie unten am Bach. Unten am Bach war richtig frisch. Selbst mit dem Ding jetzt war unten am Bach frisch. Und hier ist es wieder ein wenig milder. Trotzdem, dass der ja auch arschkalt ist. Aber der so stehende Gewässer gäbe, glaube ich, nicht so viel kalt ab wie so ein Bach. Weißt? Schätze ich jetzt halt mal. So, solange es noch klein wenig hell ist. Komm, mir nur noch mal. Nur, dass wir es nochmal jetzt sehen, auch wie mystisch jetzt nochmal. Oben, von oben, das Ganze. Geil. Also da habe ich mich entgegen entschieden. Oder das war mehr, auch mehr so, das wäre ein Kick, das wäre lustig. Weißt du, du pennst da, also für einen Frühaufsteher sowieso, null Problem. Bis da der Erste kommt, ist er verwacht. Und wie gesagt, wenn du sagst, halt guten Morgen, fertig. Also... Ich glaube, ein guter Morgen bringt jeder über die Lippe. Und, ja. Also. Guck jetzt hier wieder das Blässhorn. Das interessiert mich jetzt doch. Das ist doch. Das klingt. Oder was sagt ihr, was es ist? Das ist doch Blässhorn, oder? Nein. Das könnte Frösch sein, wo so, weißt du? So. Natürlich, das sind Frösch. Deswegen haben wir das vorher auch nicht gesehen. Und die sind jetzt eh am Bumsen, weißt du? Sicher zum Laichen dann wieder. Und dann tun die es.
Ja, also, es ist wieder ein Rätsel gelöst. Ja. Frisch. Hier sind, klar. Aber weißt du, so Plätzchen mache ich auch immer so. Die mache ich aus wegen. Aber das ist ganz klar frisch. Jetzt haben wir. Das machen wir es gut, wenn man gleiche Strecke doppelt läuft. So. Ich weiß nicht, wie viel man noch sieht, aber ich gehe jetzt bewusst ohne Licht nur da hoch. Weil ich glaube, ihr seid ja nicht mehr so viel. Aber nur mal, nur zum die Mystik nochmal erfahren. Oder ja, so das muss. Also hier. Von hinten geschützt. Ich mache jetzt gleich auch Licht nochmal, aber die zwei Bänke sind sogar, die sind sogar wegen hinter den jungen Fichte versteckt. Jetzt sieht man sie weg. Also deswegen. Guck. Geil. Bis auf das dumme Rohr, aber das, wenn es stört, das hört mich jetzt nicht. Hin, immer noch hin und her gerissen. Aber ja, das, die Mulde, es ist ja, es ist trocken. Weißt du, wenn es jetzt voll schiefer wird, würde ich sagen, ah, da schlafe ich nicht in der Mulde. Und das ist jetzt echt der Vorteil. Machen wir. Stufe 1 machen wir, so wenig Licht auf mich. Oder, schau mal, kann ich doch rot. Oder? Guck so. So ist es noch ein cozy. Da jetzt, es klein in ihr Licht ist, durch das die. Weißt du, dass die Blätter noch nicht sind an den Laubbäumen? Durch das hat es ja nochmal einen extra Kick. Dann, es schifft nicht. Durch das, dass ich hier kein Tarp aufbaue, hat es nochmal einen extra Kick. Also, oder nochmal ein guter Stealth-Faktor. Hiermit müsste ich eins von meiner. Was würde da vielleicht am besten passen? Da wäre das DDS nicht nochmal so schlecht, sage ich mal. Oder halt das Begadi wäre halt da auch. Super. Weißt du was? Ja. Aber auf was sie hinaus wollt. Ich glaube, es gibt. Weißt du, da unten? Da kann ich immer pennen. Oder da. Weißt du, jetzt hier im Sommer, wenn hier noch mehr. So viel dichter wird es jetzt hier nicht, aber da vorne schon. Das heißt, jetzt ist mehr Kick für hier, wie im Sommer. Und jetzt durch das Ding ist, hier ist milder, zumindest wie am Bach, das kann sie, also da unten wird es auch nicht so frisch wie am Bach, schätze ich, aber am Bach war es richtig frisch. Aber hier ist jetzt, hier ist angenehm mild, nach wie vor. Ihr seht jetzt gleich, wo ich das Lager, also es ist auch nicht allzu weit entfernt, das heißt, ich habe mich fast schon entschieden, aber ja, kannst du auch sagen, jetzt ist fast ein Gefühl mehr hier, ganz irgendwie, auch wenn das ohne ruhiger und entspannter und kuscheliger, gemütlicher, ohne ist more cozy, more, weißt du, der Baum und so, jetzt auch genug beim, das ist ja auch. Hat. So, halt nicht so groß. Und die Felsen, die, das hat auch Gemütlichkeit. So ist es ja nicht, weißt du? Es ist. Das ist geil. Ich feiere es jetzt auf jeden Fall, dass ich nochmal hier hoch bin. Und der Vorteil ist,
Also ich glaube, na, ihr wisst es jetzt, ich penne hier. Weil das, und das war vorher auch so das Argument, nochmal in der Nacht kann man hier schnell runter, das hat noch was Mystisches, der See bei Nacht. Klar, ich für euch weniger, weil ihr sendet nicht viel, wenn ich das Licht anmache, ja klar, aber die Mystik hab, ja, aber die, und das andere, weißt du, und ich kenne ja so viele Plätze, wo man noch wollte, weißt du, ich sage immer, ja, das kann man ja andermal. Das wird jetzt so schnell nicht passieren dann, aber das ist es, deswegen bin ich so, weil ich beide so feiere. Und deswegen, weil ich weiß, das wird dann beim nächsten Mal Penny da nicht da, weil dann zieht es mich wieder woanders nach. Aber weißt, auch hier mit der Frösch, das hat ja auch was. Vielleicht wird das Frösch noch Quaken noch mehr. Wieso bin ich da vorne drauf gekommen mit Frösch, gell? Auch komisch. Ja, weil ich war mir hab im Kopf Blässe. Wo ist jetzt da selbst Blässe? Und morgen früh. Oh, was war? Ah, warte. Der Bulle ist. Aber der ist da rausgeflogen, hab doch gedacht, ist da. Also, deswegen vielleicht einmal Nightlife. Na, der ist nur da runter, ich habe gedacht, vielleicht kleine Höhle. Weißt du, so Müsli sind wir vielleicht hier auch. Oder, ja, aber auch unten, es kann hier auch Rehe vorbeikommen, so ist es ja nicht, weißt du? Das ist ja, ich glaube, da unten ist halt mehr, weil es da so hell ist. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der Mond steht, aber dann könnte man, warte, mach mal. Dann könnte man sicher, okay, mit der Kamera halt auch nicht, weißt du, aber für mich, du könntest dann sicher sehen, vielleicht, wenn dann auf der Lichtung, weißt du, das ist ja schön, wenn dann, weißt du, drei Rehle kommen oder so, das hat, weißt du, so, das ist ja so auch ein schönes Erlebnis immer. Aber es hat, und ich freue mich, weil ich ja so lange Penner bin, da laufe ich sicher mal, weißt du, dann check ich das ja oder so, oder verwach wenig, dann gibt es vielleicht so ein paar Sequenzen, wo da Leute vorbeilaufen, weißt du, so oder so. Es hat ja dann auch was. Oh, Stealth, weißt du, hat noch wegen den Stealth-Faktor. Also, geschwätzt, so machen wir es. Deswegen, ich baue jetzt hier mein Lager. Das fahre ich auch an, der hat nur einen Knopf, weißt du, da kannst du jetzt nicht viel falsch bedienen. Ich gucke jetzt hier, das ist schön, muss halt gucken. Oh ja. Ja, gut, dass ich Ding habe. Also hier drunter ist jetzt doch ein wenig feucht, klar, weil es gut geschifft hat. Also und das ist ja das Coole jetzt. Auch insgesamt. Ich muss nur das Ding spannen. Ah, viel zu hell. Ich muss nur. Das müsste ich nicht mal. Aber doch, das mache ich mit der Suche gerade vier Stöckle. Ich spanne das Ding. Warte, ich will froh. Blende zu weniger. Ich mache so vier kleine Stöckle, Hering. Spanne das Ding. Mach hier noch. Also, und dann muss ich ja nur. Die Isomatte ist drei Luftzüge, ist sie aufblasen und der Schlafsack ist ja. Also, deswegen, das ist schon geil, wenn man weiß, es schifft nicht und so. Und dann. Ja. Also, wobei ich bin trotzdem, wie oft baue ich Tab auf, weißt du? Gleich aber auch schon oft so unter freiem Himmel. Aber Boris, immer noch mal beim Boris gucken, der hat kürzlich auch, der hat seine erste Solo-Übernachtung gemacht. Unter freiem Himmel auch dann. Und auch geil, geile Bäume sind da, also super, super schöner Overnight. Da muss man gucken, beim Boris Waldgraf, der Waldgraf, ich verlinke es unten. Und wollte ja sagen. Achso, trotz wenn ich weiß, es schifft nicht, vom Gemütlichkeitsfaktor hat halt so Tab was, weißt du, auch vom Aussehen, auch fürs Titelbild, weißt du, also wenn so das, weil ich habe ja auch schon Titelbilder, wo ich dann halt das Lager, so wie ich da lieg oder so, aber ohne, und so ein Tab, das hat halt schon eine Gemütlichkeit, wenn es noch, weißt du, so geiles Braun oder schöne Farbe hat, das Tab oder so, das hat noch irgendwas Kuscheliges, weißt du, so, weißt du. Logisch, Schutz, so, aber es hat einen Wohlfühlfaktor, weißt du, so. Ich finde es geil gemütlich, weißt du, auch wenn ich
ich penne gern so frei. Und ich penne auch gern in der Hängematte. Aber das Geilste ist für mich so in einem gemütlichen Tarp-Setup. Ja, ja. Also, nur geschwätzt. Da bauen wir es auf. Wie geil, cozy. Guck mal. Es langt schön hier. Die Schiene nochmal wechselt drauf. Wie gesagt, hier der Dinger. Hier auch zum Trocknen ist auch einer. Und der ist schön schlank geschnitten. Und der, aber der langt für, also jetzt mit der dünnen Jacke sowieso perfekt. Also der ist für mich wie maßgeschneidert. Das feiere ich auch. Und durch das ist er schön klein. Und ich bin jetzt gespannt, wie, ob die Angabe relativ stimmt. Aber so vom Gewicht her passt es gut sehen. Ich könnte wetten, mit dem schaffe ich gut 8. Weißt? Das müssen wir ausprobieren. Also geil. Und ja, guck, und das habe ich gerne eigentlich so rum. Dann so ist es auf der Seite ist ein rutschiger wie hier. Weißt, so. Und so habe ich eigentlich auch das Gefühl, dass es. Weißt, normal macht man das andersrum. Oder so. Ich habe es oft auch so rum gehabt, weißt, aber weil. So ist es eigentlich robuster. Hier hast du das Ripstop und hier ist ja die PU-Beschichtung oder ist es PU oder Sil, weiß ich nicht. Nylon, Silikon. Aber das ist ja eigentlich empfindlicher, weißt du? Und das ist eigentlich gut, dass das dann oben ist. Und hier, das ist auch nicht ganz so glitschig wie hier das Nylon. Oder vielleicht ist es auch Polyester, das wisst ihr jetzt gar nicht was. Also. Geil, das, guck, das gefällt mir. Guck mal, nochmal so wie cozy. Oh, wie fürs Titelbild. Ohne das See. Ja, und jetzt gehen wir auch ab. Jetzt gehen wir auch. Jetzt, weil ich mache jetzt da nichts mehr, nicht mehr lang. Ich chill jetzt da unten. Wir gehen jetzt aber zusammen ab. Dass auch den Weg runter. Ne? Das ist sogar noch. Riese fette Autobahn bis zum See. Ah, guck. Schön. Kann man schon ein wenig Himbeere essen. Die feiere ich. Hm? Das sind keine Himbeeren. Hier sind wieder. Was ist das? Das ist. Ah ja, das ist ein anderer, guck. Ich hab doch gedacht, das ist doch. Hä? Das sind Gott. Guck mal, aber so im Dunkeln gut, dass man. Manchmal muss man genau gucken. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Ich kann es sicher auch essen, aber. Warte, ich mache mal einen Test. Also das sind klar Himbeere. Ich nehme jetzt mal was mit und isst dann ohne zum Test zum. Mystisch. Schön, wie das hält, das helle Gras da, guck mal. Ach. Jetzt siehst du die Frösche, guck mal, wie geil. Guck mal, da ist er doch. Ja, fein. Und da ist noch einer. Ja, fein. Ja, fein. Tut dir so fleißig leiche, hä? So wie letztes Jahr. Ja, fein. Ah, kann das auch noch sagen. Guck mal, der ist so voll hell. Der ist eher dunkel. Ob das dann. Oh, da ist noch ein. Ob das männlich. Oh, noch ein. Guck mal, da sind viel, vielleicht einige von den Kaulquappen letztes Jahr. Guck mal, das sind drei dunkle. Da ist ja alles voll. Da auf dem Ding auch. Die Lampe ist zu wenig, aber ja süß, guck mal, wie es. Ja, ja, fein. Und da ist ein hell. Guck mal, die Bumse. Ah, ne. Ich habe erst gedacht, aber. Oh, ja, fein. Ja, fein. So, na, wo? Der ist jetzt auf mich zukommen. Ich tue ja nicht. Ich tue nicht nerven und quälen. Sowieso nicht, weil wie kann man nur Tier. Guck mal, der sieht schon aus. Der da.
Sorry, du. Der sieht jetzt aus, als ob der schon leicht drin hat. Guck mal, weil er so fett ist. Guck mal. Der hat sicher... Ah nein, das sind... Jetzt, die Bumse, echt. Jetzt check ich's auch erst. Die sind zwei. Ihr habt sicher schon checkt. Die Bumse, die zwei. Ah ja, oh, wie süß. Guck mal, zwei helle Bumse. Dann Bumse vielleicht die helle untereinander und die dunkle untereinander. Ja, fein. Ja, fein. Guck mal, der Kerle lässt nicht los. Geil. Ja, fein. Jan Müller ist wieder in, das war der, der ist wieder inne. Der, wo mich so mochte. Das ist schön, da haben wir ein schönes Erlebnis. Jetzt auch zu anderer Jahreszeit, weißt du, letztes Mal waren wir ja da, dann, wo die ganze Kaulquappe schon war. Oh, der geht ganz tief, süß runter. Die Dunklen weniger Schiss, guck mal, die Dunklen sind... Oh ja, fein. Und da kommt auch einer, guck mal, der kommt auch. Vielleicht möge die aus Licht. Ja, fein, guck mal. Ja, fein. Guck mal, wie hat Eugel süßer. Ja, fein. Das Frosch, Eugel. Und jetzt, oh, wie süß weg. Guck mal, wie süß weg. Ach je. Yeah. Und komm. Und jetzt, auch oh, geil. Jetzt sehen wir mal. Sehen wir mal den Geschlechtsakt. Wie er an. Ah, nein, schade. Aber die waren schon dran. Ich glaube, ich war der Störfaktor. Ja, brutal. Manch war da heute Nacht für ein Gebumse ist. Also da kriege ich noch sicher einiges mit. Siehst du? Oh ja, ohne neue. Ach je, ach je. Guck mal, die sind eigentlich auch ganz schön stealth, gell? Wenn ich nicht die fette Lampe hätte. Vorher habe ich sie gar nicht richtig gesehen. Also, geil, guck mal, es war noch schön. Ah, die sind noch Dauerficker. Geil, oh, gut für euch. Oh. Gut, fuck, jo. Oh. Oh, guck mal, ein Lurch, ein Molch. Na, ihr seht, hier ist ja ein. Siehst du, das war jetzt Fügung. Gut, ich habe immer noch mein komisches Ding. Ich glaube, das könnte. Gerade sie. Ja, ja. Es riecht nicht gut. Ich glaube, ich weiß, was ist. Oder mir liegt es auf der Zunge. Ich teste, ich tue jetzt nur so. Leicht. Es schmeckt nicht gut. Also es riecht nicht gut. Ne. Also ist jetzt nicht, wo ich sage, weil ich probiere, mach mal und was. Ah guck, da ist schon. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Das ist komfortabel, gell? Oh ja, Seid ihr draußen, Bumser? Oh, da ist ja auch noch. Seid ihr draußen, Bumser? Oder draußen chillen, genau, muss auch mal draußen chillen. Guck mal, da hinten die Tannennadel sieht auch strange aus. Ja, fein. Ja, fein. Warte mal, was ist das? Ich hab's irgendwo auf der Zunge. Aber siehst, das ist, wo ich auch letztes Mal gesagt habe, mit dem Bärlauch. Ah, die mache ich rot. Wenn du, weißt du, du siehst was, ja. Ja, bin schon müde. Da Himbeere. Und dann da wächst halt so und ich wollte schon da pflücken und habe gemerkt, man sieht es ja, wenn man es so ein bisschen kennt oder so. Ja. Es sieht ein Blinder eigentlich, aber wenn du so am Sammeln bist und so ist es auch mit dem Bärlauch, wenn du das kennst, oder mit dem Pfifferling und falschen Pfifferling und Bärlauch zum
zum Maiglöckl oder Herbstzeitlose. Eigentlich no problem, aber wenn du jetzt nicht so kennst und wenn du jetzt halt nur so bist, du bist am Ernten so und bist halt nicht so bei der Sache, weißt du, bist halt am Einsammeln so, weil die Konsistenz ist ja auch ein wenig anders. Aber auf jeden Fall, es gibt, mir hat, wo ich habe eine Zeit lang in Schönwald gewohnt, da hat mir auch noch erzählt, da ist ich glaube, erst nicht geschaut, ein paar, die haben beide halt Bärlauch gepflückt und haben Maiglöckli gesammelt. Und sie ist gestorben. Also einer ist gestorben, so habe ich es noch in Erinnerung. Also, und das war bei Schönwald. Da haben sie sich gesammelt irgendwo. Also, das ist schon so lange her, aber trotzdem, es gibt es. Man denkt, es gibt es nicht so Storys, aber ja, es scheint es zumindest zu geben. Dass, ja. Also deswegen. Take care and ja, guck zweimal hingucken, so bevor man es fliegt, so fertig, wenn man es dann kennt, ja, no problem. Also, jetzt noch ein kurz, wie ist es im Rotlicht? Ah, guck, die unverändert sind die im Rotlicht. Oh je, die sind schon müde. Oh ja, da guckt zum See. Vielleicht sind auch manche jetzt schon, weißt du, so, die sind vielleicht frisch geschwängert. Und jetzt werden sie halt chillen. Ist ja klar. Wobei bei uns, weißt du, sind ja eher die Männer, die dann nach dem Sex chillen werden. Und ja, also. Vielleicht sind es, so ist es, das sind auch die Männer. Die haben jetzt genug bumst und Pflicht getan und jetzt, ja. Jetzt erstmal Chiller-Runde. So sieht's aus. Also. Und ich chill jetzt auch Runde. Ich mache hier nochmal kurz hell. So, lassen wir nochmal kurz die Mystik einfangen vom See. Guck, da sehen wir, da habe ich die Füße drin gehabt im Sommer. Ich glaube, der Bengel war da gar nicht. Oh, guck mal nochmal, der Lurchi. Der Molch und da auch noch. Das ist auch, wie die friedlich sind. Guck mal, der Frosch hat null Ambitionen, den jetzt irgendwie zu... Ja. Oh ja. Okay. Also nochmal kurz die Mystik einfangen. Ach je. Das ist geil, wie die schwimmen. Das ist geil. Und aufwirbeln. Also hier nochmal. Ich glaube, bis hinten, das schafft die Lampe nicht. Deswegen kriegt man jetzt da. Sendet die jetzt nur vielleicht wenig noch von See. Also, weil ich freue mich jetzt, ich tue jetzt hier gut eine Stunde, tue ich hier, weißt du, so schön genieße die Ruhe, die Frösch, die Frösche zuhören, ja. Weil das ist ja jetzt, das ist auch das Geile jetzt. Und jetzt selber mal endlich mal ruhig wäre und das, die Natur aufsauge, weißt du. Ah, guck mal, da sind wieder zwei, ja, nein. Ich hab denkt, der will schon besteigen wieder. Sehen wir, ob die zwei Dauerbumser noch am Werke sind. Ah, vielleicht waren es die zwei und die haben sich gerade trennt. Gerade könnt ihr sehen. Also ich glaube, da scheint. Ja, brutal. Schlimmer wie im Swingerclub da. Guck mal, weil wie viel da. Ja. Ja, das wäre so gar nicht mein Swingerclub. Ich weiß auch nicht. Da hätte ich manche Typen standen ja da drauf. Oder sicher auch Mädels, aber das fände ich ja. Weißt du, wenn dann andere Typen mit dabei sind. Ja, du, aber eben das eine, weißt du? Und die Frösche sind ja da eh ungenannt, oder? Ja, nicht weniger weg genannt, wegen, weißt du, wenn. Ja, no want. Also, jetzt wisst ihr das auch. Mach jetzt gut, gute Nacht, bis morgen. See you. Guck mal, das ist sicher ein Weible, das Helle. Und es hat sich so nahtritt, das wollte begattet werden.
Also somit ist es denen wohl egal, ob vor der Farbe. Aber da hast du gemerkt, ach je, jetzt hat es mich entdeckt. Oder halt, ach je, noch so klein, guck mal. Oh je. Aber du hast gemerkt, jetzt so ein wenig nachgehoben. Aber der andere hat keinen Bock mehr. Oder? Ist noch zu jung oder was weiß ich. Das ist geil. Halt, guck mal, jetzt hier die zwei. Molche. Guck mal, der geht unterm Frosch durch jetzt. Der will unterm Frosch durch. Im Frosch kitzelt es am Bauch, guck mal. Im kitzelt es am Bauch. Und der Lurch hat schön warm. Oder jetzt guck mal, jetzt kommt da vorne raus. Oder ein Molch halt. Lurch, Molch. Was ist eigentlich Unterschied da? Kenne ich da nicht so aus mit den Reptos. Oh, jetzt hier. Was ist das? Der hat jetzt auch Alarm. Oder sind ja Amphibe oder was? Repto, Amphibe muss ich auch unterscheiden. Das sind, glaube ich, Amphibie, gell? I don't know. Biologie, Fensterplatz. Good night. Das ist ja fast Vergewaltigung. Oh nein. Hat auch den aber gemerkt. Die konnte sich nicht riechen. Guck, sie sucht immer noch nach einem Verehrer. Oh ja, 17 Minuten. Unglaublich, unglaublich. Die konnte sich auch nicht schmecken. Die auch nicht. Ich wollte, wenn die jetzt noch gemacht hätte. Ja. Die auch nicht. Aber das ist doch süß. Guck mal, wie süß. Die testen kurz an so. Oh, und dann, oh, no, love you und bye bye. Das ist sicher, wenn, oh, love you und dann, guck. Oh, love you, guck. Sie, jetzt wohin, love you. Oh, Kontrahent. Ach ja, der wollt, aber das ist wieder das Ding, wo sie wo wollt und oh je. Okay, love you, bye bye. Testen, ob sie rotzen mögen. Oh, oh nein, hab schon gedacht. Hätte ja sie können. Stunde natürlich. Ja, jetzt vielleicht ein ekliger Versuch, aber ich musste irgendwie rotzen oder hab gedacht. Oh. Hm. Naja, aber jetzt spuck ich auch. Das ist das Brot, wenn ich Brot oder so stärke, oder? So ist viel, oder? Das ist sicher auch vielleicht wegen Gluten. Gluten und Stärke. Dann. Oh, guck, da sind wieder zwei. Oh, love you!
Wozu, Lamio? Oder wenn das noch, sind auch wieder zwei helle. Vielleicht sind es auch die, weißt du, unser altbekanntes. Ah, guck mal hier, zwei. Zwei. Jetzt sind sie zu dritt. Er wollte nur so in Schutz. Guck mal, aber die küsset sich. I love you. Guck mal, er wedelt mit dem Schwanz. Er wedelt mit dem Schwanz und hat... Ach je. Warte mal. Ob ich... Ja, sich, Kind, haben wir noch hell. Oh, er wedelt mit dem Schwänzle. Und knutscht. Guck mal, das ist ein Beweis wie so ein Hund. I love you. Oh je. Yeah. Geil. Ja, immer wenn es sich bewegt, denkt er, oh, love you. Oder anders ein bisschen verhalten noch wieder. Ach je, wie so, guck mal, wie ein kleiner Hund. Oh, love you. Please, come on. Oh je. Ja. Ich glaube, das gibt ein langes Video. Könnt ihr eigentlich die Sequenz wieder so... Oh... Der andere haut wegen ab. Ja, vielleicht ist das auch so ein so Kampfritual. Und jetzt kommt der dritte. Das ist sicher auch. Dass der, wo mit dem Schwanz wegelt, ist ein Weible, der andere Männle. Könnte umgekehrt und hier kommt nochmal Männle. Also die. Ja, ich kenne mich da nicht so aus, wie gesagt. Aber süß ist es, guck mal. Ach je. Ach je. Also kein Kampf, sondern irgendwie so. Oh ja, aber der andere hat halt nicht so Bock. Ach je. Guck mal, der Schwanzwedler ist voll. Oh, love you. Guck mal, er geht extra immer vor ihn und wedelt mit dem Schwanz, signalisiert, I love you. Und, aber wie bei uns Menschen, oft, und das ist ja so oft, weißt du, Erika liebt Peter, Peter liebt Anja, Anja liebt Klaus, weißt du, und so, und dann so nachher, und dann irgendwann, weißt du, so, also, aber es wird oft halt nicht erwidert, oft einseitig, ach je, tut mir jetzt richtig leid, hä? Guck mal, so bemüht, so süß bemüht. Aber vielleicht ist die ein wenig zu bedürftig, oder er ihr. So ist er dann auch oft. Oh je. Ey, das ist so, ich finde das so süß, weil du siehst, der Schwanzwedler, da müssen wir, vielleicht weiß einer, welches das weiblich. Also ich würde jetzt eher schätzen, das Kleinere ist, also das Schwanzwedler ist weiblich. Aber das Chaos ist Männle, wo da wegen, weißt du, wo. Weil das Männle kämpft ja eigentlich immer ums Weible. Wo will jetzt so Show machen mit. Weil oft sehen im Tierreich die Männle sind wegen hübscher oder bunter gefiedert, um die werben ums Weible. Weißt? Das könnte jetzt auch so sein, dass er um sie wirbt, aber sie, das ist mir jetzt noch zu wenig. Da muss mehr kommen. Also, jetzt aber. Gute Nacht. Guck mal, der Frosch hat auch mit. Der Frosch hat noch wegen mitguckt. Was die. Gell? Gute Nacht, ich guck denen noch wegen zu, aber für euch wird es ja langweilig. Also, das sprengt jetzt, glaube ich, alle Rahmen. Diese Übernachtung, ich glaube, zeittechnisch, das wird ein Vierteiler. Gute Nacht. Ach je. Guck mal, immer davor. Ach je, ich find's so süß. Ach ja. Und wenn so klein irgendwas, was so. Ach je. Echt wie so ein Hund, wie so. Und da sind es auch oft die Mädels, wo dann sich so anbieten, weißt du, so beim Rüde. Und halt so, ja, so, weißt du, so, ja. Wie der Panda, wie er sich süß im Ruf hier anbietet, ach je. So, ach so süß, so auch immer wegen so Spiele, weißt du, so spielerisch. Was ich lieb, das neckt sich so süß, so sich so auf sich aufmerksam machen, voll geil. Ach je, der Panda. Siehst du, das ist jetzt der Lurche-Panda. Der Lurchi-Panda.
Der Lurche-Panda. Der Molche-Panda. Gute Nacht. Man muss aufpassen, wenn ich wieder zu meinem Platz. Gell, bist du der Neue? Bist du der Neue? Hä? Ja, fein. Ja, fein. Ja, also ich strecke jetzt mal so, dann kann ich nichts. Und da schauen. Also man muss aufpassen hier. Wenn wir mal hier sind, take care. See you. Guck, der, wie schön der ist. Das ist so ein, irgendwie so ein ganz schöner. Guck mal, wie aus Stolz oder so. So süß. Oh, guck mal, da kommt der Kleine. Ich kann irgendwie nicht ablaufen. Denn. Und weil es so süß ist, muss ich, der, wo jetzt gerade hier war, der ist wohl darüber, der ist weg. Guck, der ist jetzt hier. Na? Und der ist so, guck mal, der ist so, das ist so ein ganz schöner, gechillter. Und auch ein ganz süßer Kleiner. Ja, ich habe eigentlich nur angemacht, jetzt, es wird ganz schön frisch jetzt. Also ich bleibe jetzt vielleicht noch 20, 30 Minuten, bin ich hier und dann gehe ich fallen. Weil schön, dann der Schlafsack, hast du aber ja auch Bock. Ha, ja. Und jetzt so gleich wie ich bin auch. Ha, ja. Ja, also morgen. Morgen mal in alter Frische, oder? Oder in neuer? Nein, in alter. Morgen mal in alter Frische wieder. Beim lecker Frühstück. Da bin ich auch gespannt. Die Kombi, das ist sicher geil. Das ist von Mai Glückli mit meiner Kombi so. Da könnte ich noch. Siehst du, das hätte ich eigentlich. Aber das kann ich morgen noch. Aber hätte ich, weil ich habe, wo ich unterwegs war, habe ich immer gesnackt halt so, weißt du, so, ja, Sauerampf und was halt so rum quasi ist. Und da hätte ich eigentlich gleich wegen sammeln können, so, jetzt müsste ich, dass ich morgen dann, wobei, das machen, ist, passt eh, weil das machen wir ganz woanders, das Frühstück, ist ja klar. Weil wenn ich verwache, habe ich eh keinen Hunger. Also, dann schön gemütlich zusammenpacken oder dann vielleicht noch da wegen unten am See, am Teich. Und dann laufe ich ja rum und dann nur so ein paar, so das noch ein bisschen grün. Also es ist immer geil, noch wegen frischgrün, ist super geil. Das ist immer noch die, ja, das verfeinert und ist auch gesund halt, weißt du, noch wegen urgrün. Urgrün gut. Apropos gut. Gute Nacht. Wie einladend ist das, oder? Das ist so ein geiles Grün. Guck, da habe ich, also nur, ich habe echt nur so Stecke. Ich habe da gerade so Abbruch und trainiere und hebt einmal frei. Geil. Siehst du das? Ich habe dir braun an. Ist braun schon wieder weg. Und trotzdem braun tut es ja. So leuchtet wenig. Guck mal, man sieht, wie es nicht kann, wenn es leuchtet, aber hey, du, no Problem. Also geil, da freue ich mich jetzt voll drauf. Ich bin so gespannt auf den, ich bin natürlich, guck mal, ein Käfer, das sind ein paar Käfer. Ich bin so gespannt auf, dass ich den nicht verdrücke. Guck mal hier, du Käfer, ja fein. Oh ja, nein, ja komm. Ich bin so gespannt, weil ich habe daheim schon testet, klar, bin ich trainiert so, aber jetzt eine Nacht drin pennen, weißt du, weil, ja, ich freue mich. Also, bis morgen.